gehen wir da jetzt einfach mal hin. So. Obwohl, wir können natürlich auch, um noch ein paar mehr Seelen zu... Ich gehe erstmal Seelen dann verteilen. Also ich würde hier nochmal einen anderen Spieler bei dem Verfolger helfen, um nochmal Seelen zu farmen. Aber erstmal will ich euch natürlich zeigen, was hier abgeht. Und ich will kostenlos natürlich menschlich werden. Ist ja eigentlich der Hauptgrund. Die verlorene Festung. Zum Glück auch mit einem Feuerchen hier. Ja, ich kann sie euch ja schon mal zeigen. Die verlorene Festung, das ist sozusagen das nächste Gebiet. Da vorne schon der üble Bursche mit dem Hackebeil in der Hand. Das ist hier quasi dann das nächste Gebiet, in das wir... das übernächste Gebiet, in das wir gehen werden. Man kann jetzt zwar von dieser Seite aus schon ran, aber... Ich will erst noch in ein anderes Gebiet vorher. Ja, der will jetzt übrigens kommen und uns holen, aber der wird uns nicht kriegen. Ah, ich wollte es euch schon mal zeigen, was hier später noch auf uns zukommt. So, aber jetzt gehen wir erstmal nach Majula und geben unsere Seelen aus. Dann helfen wir einem Spieler gegen den Verfolger, was ziemlich leicht werden sollte. Weil der Verfolger ist, wenn man ihn solo macht, total schwer. Wenn man ihn zu zweit macht, total leicht. Vor allem, wenn ich dann als Mage dabei bin. So. Dann darf sich der andere Spieler bloß nicht so blöd anstellen und sich töten lassen. Die Anpassung mal auf 15. Das ist ein guter Wert. Und gehen danach auf... Ah ja, hier. Dann wird schon die Zaubergeschwindigkeit erhöht. Gut, machen wir erstmal hier auf Zauber. Bestätigen. Und können uns dann noch unseren zweiten Satz Seelen-Dinger kaufen. Was ich ja auch schon lange tun sollte. Jetzt mache ich es auch endlich mal. Gegenstand kaufen. So, ein zweiter Satz Seelenpfeile. Thank you kindly. Yay, thank you kindly. Und zurück geht's. Im Wald der gefallenen Riesen. Gönn dir diesen. Heute läuft's richtig gut. Das freut mich. Das motiviert mich, sozusagen. So, aber jetzt will ich ganz schnell noch meine Zaubereinstimmung machen. So, alle drei... Habe ich 62 Seelenpfeile dabei. Das ist ganz gut. Damit kann man arbeiten. So, meine Lieblingsspastis hier. Sehr gut. Erhöhte Zaubergeschwindigkeit ist eigentlich auch ein richtig geiler Wert. Nur mal so nebenbei. So, auf den Estus-Flakon mal wechseln. So. Ich häng fest. Alter, ich wollte gerade megamäßig die Aktion starten. Und dann hänge ich einfach fest. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich sollte einen Schluck trinken. Ja, da ich jetzt da oben gleich meinen Speckstein legen will, sollte man die vorher auch wegmachen. So, schön vors Türchen legen. Und gerade bei dem Boss sollte das eigentlich nicht so lange dauern, bis man gerufen wird, weil der, wie gesagt, vielen Probleme macht.
Darf ich mich bloß nicht aus dem Gebiet bewegen, wenn ich mich jetzt wegteleportiere? Ah, da. Seht ihr? Geht schon ganz schnell. Ja, wie gesagt, das ist ein Arschloch-Boss und da kann ich verstehen, dass viele da gerne Hilfe haben. Der Bronn. Jetzt verbeugen wir uns natürlich. Wie man es macht. Er winkt. Gut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ah, geil. Bronn hat den... Hat den aktiviert. Wie geil. Ah, super. Das ist natürlich super, dass ihr das jetzt natürlich nochmal dadurch sehen konntet. Natürlich mega. Ah, gar keine großen Sämenpfeile gerade drin. Komm, Bronn, mach ihn fertig. Und tschüss. So. Siegerfaust. Ja, 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 ja. Pflicht erfüllt. Aufgabe erfüllt. Ihr kehrt zurück in eure Welt. Zeichen der Treue erhalten. So. Ging ja ganz schnell. Und ich bin dadurch kostenlos menschlich geworden. Hab noch ein paar Seelen erhalten. Meine Sachen wurden alle nochmal aufgefüllt. Kann also eigentlich gar nicht besser laufen. Mit 5000 Seelen kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen hochleveln. Und ihr konntet mal sehen, wie das mit der Balliste ist. Ich will mal ganz kurz gucken, was das Schwert hier für eine Backstep-Animation hat. Also ich gehe gleich mal zu meinem Kumpel unten, die man immer so schön backstabben kann. So. Nämlich zu dir. Hm, okay. Ging irgendwie nicht so gut. Aber soll mich jetzt auch erstmal nicht stören. Reise nach Majula zurück. Und ich probiere mal meinen Kaffee zu trinken. Mhm. Mhm, sehr gut. Ein sehr guter Kaffee. Ich trinke Cappuccino mit Schokolade drin. So, und zwar aufsteigen. Oh, geht nur für ein Level. Aber das passt. Habe ich dann Zauberei auf 20. 4 Slots und als nächstes dann wieder mehr auf Intelligenz. Und ich habe jetzt hier noch 2281 Seelen. Das heißt, ich könnte beim Schmied vorbeischauen, aber ich schaue mal ganz kurz bei der Katze, die ja einige Ringe verkauft. Ah, da ist sie. Oh. Ja. Was verkaufst du denn? Na, nichts, was mir was bringt, oder? Nee. Mhm. Ja, jetzt nichts unbedingt Spannendes. Ah, ich will natürlich immer mal gucken. So, übrigens auch ganz cool ist bei ihm hier. Können wir normalerweise auch immer Rüstungen von besiegten Gegnern kaufen. Aber hier, das Eisenparma, so wie so eine Art Verfolgerschild. Nee, das Verfolgerschild gibt's natürlich dann erst. Ach nee, stimmt, die Bossrüstungen gibt's hier ja diesmal von einem anderen zu kaufen. Stimmt, ah, ich hab mich falsch gedacht. So, aber... Von der alten kaufen wir jetzt mal ein paar Lebenssteine, nämlich 7 Stück. Das
ihr das Nützlichste, was sie für mich verkauft. Thank you kindly. So. Jetzt gehen wir nämlich in das eigentliche zweite Gebiet. Nämlich hier hinten durch. Übrigens hier oben, das kann ich euch ja mal zeigen, ist auch eine ganz nette Sache. Hier so. Hier ist ein Schrein. Der hier. Wenn man jetzt hier beim Siegerstein den Eid leistet, dann werden alle Bosse schwerer. Ich weiß nicht, ob es dann mehr Loot gibt und so, aber sie werden schwerer. Ah ja, 5 Heimatknochen. Nicht schlecht, kann man immer mal gebrauchen. Guckt euch diese Grafik an. Guckt euch meine Augen an. Und meine tolle Rüstung. Meine Lederrüstung hier. Ey, ich mag meine Lederrüstung. So, was haben wir jetzt hier? Eine seltsame Apparatur. Vorrichtung bewegt sich nicht. Ja, die ist ja wahrscheinlich im Kreis dreht. Da hinten sehen wir auch schon einen Überrest. Aber wir kommen da nicht hin, weil wir können nicht hier durchklettern. Nein, das können wir nicht. Trotz unserer Größe. Das geht natürlich nicht. So, wir können natürlich jetzt hier diesem Gang einfach folgen. Diesem mit Fackeln behangenen Gang. Um damit eine Truhe zu erreichen. Die sicher ist. Und ein Karmesin-Parma zu erreichen. Was ein Schild ist übrigens. So. Damals doch. Eine gewöhnliche Holzparma, klingt wie ein Käse, mit dem edlen Namen und der raffinierten Färbung wollte der Händler diesen äußerst gewöhnlichen Schild etwas attraktiver machen. Also Lug und Betrug. So, jetzt hinten noch ein Überrest. Seele eines verlorenen Untoten, ein zerbrochenes Diebesschwert. Ja, ein Dieb, der hier verendet ist, sein Schwert gebrochen. Ich glaube, diesen Text können wir skippen. Es wurde ja auch mittlerweile drum gebeten, dass ich hier mal... Und damit macht man hier übrigens wieder auf. Dass ich nicht alle Items vorlese, was ich sehr cool finde, weil... Im ersten Teil habt ihr mich darum gebeten, alle Items vorzulesen. Deswegen ist einfach mal so die Frage an euch, soll ich weiterhin alle Item-Texte vorlesen? Ja oder nein? Schreibt's einfach in die Kommentare. Und willkommen im nächsten Gebiet. Heides Flammenturm. So. Bin mal gespannt. Oh, okay. So, und ich habe echt ewig gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass hier unten das Bonfeuer des Gebiets ist. So, ja, Heides Flammenturm, hier ist er. Ja, coole Sache. Wir sehen hier auch überall ein paar Gegner noch rumstehen. Die natzen mal gleich weg. Da hinten geht schon langsam die Sonne unter. Das gefallene Königreich Heide. Ein sehr cooler Ort, erinnert so ein bisschen an Anor Londo. Hier so. Also nicht alles, aber so ein bisschen. Aber gut. Wir sind ja nicht hier zum Urlaub machen. Nein, wir sind hier, um unsere heilige Mission auszuführen und Zauber gegen Geländer zu schießen. Die halten jetzt schon ein bisschen mehr aus. Diese ollen Riesen hier.
aber nicht genügend. Edler Knochenstaub. Das ist ein cooles Item. Das braucht man auch für Estus-Flakons. So. Oh, ich liebe, wenn die da so hier hängen. Seele eines namenlosen Soldaten und ein Menschenbild. Ja. Wer Spielern hilft, braucht kein Menschenbild. Der wird auch immer mal so zwischendurch menschlich. Du, was setzt ein Schild oben? Oh, wow. Und du haust ganz schön zu. Das muss ich mal so sagen. Ich sollte auch mal nebenbei einen Lebensstein benutzen. Ah, jetzt hat er sein Schild unten. Hey, anvisieren. So. Ah. Ui, es ist hier eine Apparatur hochgefahren. So. Und ich habe einen Lloyds Talisman erhalten. So. Wir ziehen. Dann kommt eine Plattform aus dem Wasser gefahren. Die hat auch eine recht coole Bedeutung. Ich spoilere es euch aber nicht. Natürlich nicht. Warum sollte ich auch? Bin ja nicht doof. So. Jetzt wird nur gerade ein bisschen doof, weil... So, weil da kommen nämlich dann immer alle drei. Das ist als Nahkämpfer schon ziemlich ein Pain in the Ass. Vor allem, weil die jetzt auch schön ihr Schild oben haben. Das heißt, ich kann jetzt auch gar nichts gegen die machen. Es gibt aber einen kleinen Trick. Ich einfach nur bis hier laufen, dann laufen die nämlich zurück. Wenn die dann zurücklaufen, kann man die, oder kann man schön die einzeln holen. So, ich glaube, ich mache den jetzt mal mit meinem schönen Schwertchen hier. Uiuiui. So. Er ist ganz schön wastig für das Leben, aber... Besiegt ist immerhin besiegt. So, jetzt kommt der nächste. Ich finde, die gehen bald im Nahkampf besser als im Fernkampf. So. Und schon wieder fährt so eine Apparatur hoch. Und da unten ist der nächste Nebel. Und da fährt wieder ein weiterer Ring nach oben. So. Hier hinten ist aber bestimmt... Nein, ist nix. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, ah, da ist noch eine Truhe. Na, komm mal her, du großer... Boah. Der ist echt ein bisschen fies drauf hier. Weil der hat halt diese blöde Kombo mit dem... Aber er hält nicht viel aus.
So. Grüne Blüte. So, ich würde sagen, versucht Freund. Ja, also wir, da hinten können wir auch jemanden rufen. Das heißt hier hinter. Na, wer hatte es geahnt? Verbirgt sich der nächste Boss. Der Drachenreiter. Oha. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die noch niemals, die hat eine super Reichweite, ne? Krass. So, scha. Ja, er ist natürlich ein bisschen fies jetzt mit seiner großen Lanze hier unterwegs. Aber an für sich eigentlich kein so schwerer Boss, auch als Nahkämpfer nicht. Das war jetzt doof von mir. Oh Gott. Erstmal schön auf safe spielen und lieber erstmal heilen. Man weiß ja nie, was der noch alles so auspackt, der olle Drachenreiter-Fuzzi. Oh Gott. Der war ganz schön greedy zum Kampfende. So, Drachenreiter. Die Leute brauchen sich deinen Namen gar nicht merken, denn du stirbst vorher. Ihr habt gesiegt. Drachenreiter Seele erhalten. So, wir machen verbeugen, so ehrfürchtig. Alter Drachenreiter. Ja, der Drachenreiter. Den habe ich ganz schön weggehauen. Muss man leider mit dazu sagen, dass der Drachenreiter, genau wie der erste Riese, als erste Bosse ganz schön enttäuschend waren damals im Spiel. Deswegen die Leute dachten, oh, ganz schön leicht die Bosskämpfe geworden. Aber da kommen noch schwerere mit dazu. Jetzt können wir nochmal rausgucken. Ja, bestimmt steht jetzt hier Praise the Sun. Gelobt sei die Sonne. Natürlich ist die Sonne gelobt. Preiset die Sonne. Praise the Sun. So. Ja, ja, der Drachenreiter. Übrigens, diese Hebel, die wir bedient haben, sind hier für diese äußeren Ringe. Wenn man die nämlich nicht hochfährt, wird der Kampf wesentlich leichter. Da kann man nämlich den Drachenreiter dazu bringen, dass er hier einfach hier runterfällt. Also es ist eigentlich, der Kampf ist sogar im Millimeter schwerer. Also klar, wenn man ihn, wenn man die Ringe nicht hochfährt, hat man einen kleineren Kampfbereich, aber man kann ihn auch irgendwie relativ leicht hier so runterstoßen. Oder so runterplumpsen lassen, was ziemlich peinlich ist. Und dann ist der Kampf wesentlich leichter, weil dann bringt er sich einfach selbst um, der Depp. So. Ich aber schnapp mir jetzt meine 15.000 Seelen und werde damit skillen gehen. Ganz einfach skillen gehen. Es gibt nämlich in diesem Gebiet noch einen zweiten Boss, den ihr sehr cool finden werdet. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Könnt ihr euch drauf freuen?